In diesem kurzen Video wollen wir uns kurz anschauen, wie man Parameter übermitteln kann an den Webserver. Da gibt es einen ganzen Haufen Möglichkeiten und da würde ich Ihnen gerne auch wieder einen Teil, den ich jetzt demonstrieren konnte, demonstrieren. Also das heißt, die erste Möglichkeit ist, Sie würden einen Parameter als Teil der URL übergeben. Ne? Das heißt zum Beispiel haben wir hier http:example:com:such und dann ist vielleicht HighDetail eins der Parameter, den wir mit übergeben können. Das ist ganz, ganz häufig wird das verwendet, gerade bei RESTful Web Services. Da ist also die URL bedeutungstragend. Leute, die außerhalb der REST-Aktion unterwegs sind, bauen hier sogar Kommandos ein. Also das heißt, man könnte hier in die URL sowas wie Delete HighDetail eingeben. Also quasi einen Methodennamen mit entsprechenden Parametern. Auch das wäre konstruierbar, wäre zwar kein REST, aber wäre möglich. Was Sie noch machen können, sind Query-Parameter. Das sind eigentlich im Namen Wertpaare wie Vorname gleich Gerd, Nachname gleich Beneken. Und Sie erkennen diese Query-Parameter immer daran, dass hinter der URL, hinter der UI so ein Fragezeichen kommt. Das Fragezeichen läutet die Query-Parameter ein und die Parameter selbst sind immer durch so ein Und getrennt. Also das heißt, das werde ich noch gleich demonstrieren, am Beispiel von SpaceX. Man kann Header-Parameter übergeben. Auch das muss man sehr gut verstanden haben. Das werden wir ganz ausführlich brauchen in der Vorlesung. Erstens, wir brauchen es, um unsere Autorisierung zu übergeben, also sowas wie Benutzername, Passwort. Das wäre Basic-Auth. Da übergeben wir im HTTP-Header im Wesentlichen unseren Benutzernamen, unser Passwort mit Base64 kodiert. Das ist praktisch im Klartext. Wäre natürlich Käse, kann man aber machen. Oder modernere Authentifizierungsverfahren generieren irgendwo unterwegs ein Token und dieses Token liefere ich im Header mit. Zum Beispiel Bearer-Token, das kommt recht häufig vor. Das gibt es zum Teil im OAuth-Verfahren. Auch das werden wir noch uns anschauen, denn der Thomas Mildner hat in die Übung einen externen Service eingebaut, wo man sich so autorisieren muss. Authentisieren muss, Entschuldigung, authentisieren, nicht autorisieren, ist was anderes. So, ups. Und was man natürlich auch noch braucht, ist Content Negotiation. Ich habe jetzt leider keine Webseite gefunden, wo ich Ihnen das zeigen konnte. Aber Sie können im Prinzip von dem Server sagen, naja, du schickst mir jetzt HTML zu, aber ich hätte eigentlich gerne einen JSON-String oder ich hätte gerne XML. Und da kann man sozusagen über dieses Content Negotiation, also über Parameter im Header, auch bestimmen, welche Datenformate man gerne hätte. Zeige ich Ihnen gleich ein bisschen, kann ich aber leider. Ich habe da jetzt im Internet nichts gefunden, wo ich Ihnen das demonstrieren kann. Auch die Sachen werden wir brauchen, wenn wir selber programmieren. Okay, so, das so als nur eine Folie und ich gebe Ihnen wieder eine kurze Demo, wieder mit Postman. Ich habe jetzt hier, die anderen Websites konnten alle das Query-API nicht, deswegen habe ich hier nochmal wieder was Neues aufgetrieben. Sie sehen das, wenn Sie gute Augen haben, HTTPS API SpaceX Data, API in der Version 3 und was man jetzt machen kann, ich kann dem mal senden, ich hätte gerne mal alle Starts, die jemals von SpaceX durchgeführt worden sind. Und Sie sehen hier unten im JSON-Format, ich scroll da mal kurz durch, alle möglichen Launches. Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Sie sehen hier 1000 Zeilen und so weiter. Eine ganze Menge. So, das heißt, welche Parametertypen hatten wir jetzt? Ich kann jetzt in der URL einen Parameter angeben. Das heißt, was SpaceX zum Beispiel sagt, ist, ich kann jetzt hier sagen, ich hätte gerne den Flug mit der Launch Nummer 3, also den dritten Flug des Unternehmens SpaceX. Wenn ich das mal losschicke, haben wir hier nur den dritten Flug mit dem Namen Trailblazer und der war im Jahr 2008. Wenn ich hier einen anderen Flug will, von mir aus Flug Nummer 8, schauen wir den mal an. Dann kommt hier Flug Nummer 8, Mission Name COTS 2, was auch immer das war. Und das war im Jahr 2012. Sie sehen, SpaceX ist schon eine ganze Weile unterwegs. Also das waren URL-Parameter. Was kann ich noch machen? Ich kann Query-Parameter angeben. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, Fragezeichen. Und jetzt können wir uns hier mal anschauen, was kann man hier fragen? Zum Beispiel Flight Number wäre vielleicht langweilig, aber Launch hier. Da kriegen wir vielleicht mehrere Treffer. Sie sehen, ich habe es auch schon mal ausprobiert. Wir nehmen zum Beispiel das Launch hier 2008. Also Fragezeichen, Launch hier 2008. Und da verwenden wir jetzt die Query-Parameter. Ne? Immer erkennbar an dem Fragezeichen. Sende ich das mal los. Dann müssen Sie hier unten eigentlich, wenn man da durchscrollt, nur noch Flüge haben aus dem Jahr 2008.
Jetzt haben wir hier Flight Number 4, 2008. Habe ich jetzt mal zusammen. Das waren also offensichtlich hatten die Space-Leute nur zwei Flüge in 2008. Wenn man jetzt hier die Anfragestring nochmal erweitert, ich sage jetzt hier und Mission Name gleich Trailblazer, auch das habe ich hier schon mal vorbereitet, bevor ich mich jetzt hier vertippe. Ich schicke nochmal Send raus und dann müsste eigentlich hier nur noch der Trailblazer übrig bleiben. Sie sehen das. Das war eine Demo für die Query-Parameter. So, jetzt haben Sie hier noch die Möglichkeit, Header-Parameter zu vergeben. Ich lade mir hier wieder den ersten Launch, den Falcon-Sat, herunter. Wo geht das? Da haben Sie hier, und jetzt kommt sozusagen der Vorteil von dem Postman zum Tragen. Wir haben jetzt hier mehrere Möglichkeiten, Parameter festzulegen. Die Query-Parameter sehen Sie hier. Machen wir das mal ganz kurz. Nochmal zur Demo, Launch hier 2008 und Sie sehen, da kommt genau das raus, was ich eingetippt habe. Also das heißt, das wären die Query-Parameter. So, dann kann ich hier Authorization angeben, das heißt, ich kann jetzt hier sagen, zum Beispiel Basic Auth, das wird er nicht können, was ich Username Gerd, Nachname Rosenheim, Sie sehen das hier. Und dann kodiert er sozusagen unter den, also hat er ein Headerfeld Authorization und schickt das mit an den Server. Schauen wir uns das mal an. Das müsste jetzt hier Authorization Basic. Daran erkennen Sie, dass es jetzt sozusagen Benutzer und Passwort und dieser Rüttelbrümpf ist Gerd und Rosenheim miteinander konkateniert und das Base64 kodiert. Wahrscheinlich wird er da irgendwelchen Unsatz zurückliefern. Schauen wir mal, was das SpaceX sagt. Der frisst irgendwie alles, gibt immer einen 200er Code zurück. Den habe ich bisher noch nicht zu einem Fehler provoziert gekriegt. Also Authorization ist eine Möglichkeit. So, was kann man noch übergeben? Also Authorization, man kann an verschiedensten Authentisierungsverfahren teilnehmen. Bearer Token ist relativ gebräuchlich oder OAuth 2 ist gebräuchlich. Auch das werden wir uns nochmal anschauen. Jetzt machen wir erstmal keine Authentifizierung mehr rein. Und lassen das No Auth. So, ich kann Header-Parameter übergeben. Das heißt, das habe ich jetzt hier angehakt. Da kann ich im HTTP-Header Sachen mitgeben. Klassiker ist hier das Accept. Da reagiert der SpaceX nicht drauf. Könnte man aber eingeben, wenn ich jetzt hier mal eingebe Application. Da kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, lieber Server, schicke mir bitte die Daten, wenn du sie hast, aber bitte im JSON-Format. Oder schicke sie mir im PDF-Format zu. Oder ich hätte sie gerne als XML. Also das heißt, hier, Sie können sich hier sozusagen ein Datenformat wünschen. Wie gesagt, der SpaceX ignoriert das aus irgendwelchen Gründen, aber man kann sich hier was wünschen. Ich kann dem auch sagen, vielleicht das nochmal ganz spannend, ich kann dem hier auch sagen, Content Type. Ich kann sagen, lieber Server, ich schicke dir die Daten. Sie können in dem Request Body auch Daten mitschicken. Zum Beispiel, wenn Sie Daten anlegern wollen über einen Post-Request. Auch da kann ich sagen, lieber Server, ich schicke dir das ganze Zeug im JSON-Format. Auch das ist dem wahrscheinlich ernsthaft egal. Aber das heißt, das wäre jetzt sozusagen die dritte Möglichkeit, Daten mitzuschicken über sogenannte Header-Parameter. Ich habe Ihnen jetzt hier ein paar gezeigt. Authorization-Verfahren gehen über den Header und man kann auch sowas wie die Content Negotiation ebenfalls über die Header-Parameter machen. Das werden wir auch tun. So, letzte Möglichkeit wäre über den Body des Requests. Jetzt müssen wir mal schauen, kann man das auch eingeben? Man kann ja hier im Request Body irgendwelchen Quatsch mitschicken. Das heißt, ich könnte jetzt hier mal versuchen, im RAW-Format, nehmen wir mal JSON-Format, und was eingeben. ID Gerd. So, dann schick das mal los. Also das wäre sozusagen so eine Art Parameter, den ich mitschicken würde. Auch das kratzt ihn jetzt wahrscheinlich herzhaft gar nicht. Könnte man aber machen. Also das wäre die Möglichkeit, dass ich sozusagen im Body des Requests was mitschicke. Bei GET macht das eigentlich keinen Sinn. Requests, die typischerweise ein Body haben, wäre Post oder Put, wo ich dann sozusagen Daten wirklich am Server anlegen will. So, das waren mal so die Möglichkeiten, um Parameter an dem Request mitzuschicken. Hier sehen Sie das nochmal im Überblick. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dann geht es im nächsten Video mit dem Thema Ressourcen weiter.